Also ich habe nichts. Ich freue mich für jeden, der frisch verliebt ist. Wirklich. Und vielleicht spricht aus mir ein bisschen der Neid. Der Neid und der familiäre Druck. Und ich bin aber auch sehr bemüht. Also ich tue schon was dafür. Also ich hab, am Handy habe ich jede Single-App drauf. Im Internet, jede Plattform, überall bin ich angemeldet. Okay. Und bei Arme, das muss ich schnell sein. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ich habe einmal ein Blind Date gehabt. Und ich weiß nicht, wissen Sie, was ein Blind Date ist? Ja. Für die, die es nicht wissen, vielleicht erkläre ich es ganz kurz. Blind Date, das ist, weil wie erklärt man denn das? Das ist, wie wenn Sie an Heiligabend ein Geschenk auffressen und denken Sie, oh, hoffentlich habt ihr einen Kassenzettel da. Eben so, ja, eben so. Und da habe ich, ja, ungefähr. So, also, so kann es laufen, es muss nicht, also so kann es laufen. Und ich habe da eine Dame im Internet kennengelernt unter dem mysteriösen Namen Mrs. Surprise. Also, Mrs. Überraschung, haben wir gedacht, mein, mir ist das egal, ich bin da nicht so, gell? Also, der Oma muss gefallen. Das ist, ja, ich suche nicht eine Freundin für mich, sondern für meine Oma, dass die mal in Frieden hat. Und ich habe auch einen sehr interessanten Namen gehabt im Internet. Ich habe geheißen Besaumerstern 92. Ja, man muss es ja ein bisschen interessant machen. Und dann haben wir uns verabredet. Das war eh da in Schwabing, weil im Dorf da wollte ich das nicht machen, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Dann sitze ich in dem Café drin, dann geht die Tür auf, dann kommt da nicht einer. Dann haben wir schon gedacht, ja, muss ich jetzt nicht haben. Und dann steht sie an meinem Tisch und sagt, hallo, du bist Besamerstern 92. Sag ich, na. Ich heiß unbefleckt 86. Glaub ich nix. So, gut, stimmt, weil ich kann nicht liegen. Es fliegt sofort auf. Und dann sitzt sie da, war eh eine ganz sympathische Person. Aber wissen Sie, die Dame hat ja Sachen im Gesicht hängen gehabt. Die hängen mir nieder bei Weihnachten an Christbaum. Und dann war es so heiß, dann hat sie eine Jacke rausgezogen. Dann habe ich schon gesehen, oh, leck, da ist ja alles voll. Da ist ja ein Tattoo nach dem anderen. Das ist ja wieder Tapeten. Das ist ja ein Gesamtkunstwerk. Und wissen Sie, ich habe nichts gegen Tattoos. Ich finde das auch ganz cool. Aber diese Masse hat mich ein bisschen erschreckt. Und ich bin ja so eine sensible Person. Ich nehme dann immer so krasse Eindrücke vom Tag mit in die Nacht. Ich habe dann einen Albtraum gehabt. Ich habe von Tattoos geträumt. Ich habe geträumt, ich bin mit dieser Dame in einer Beziehung. Und auf einmal geht sie zu mir und sagt, hallo! Du auch stechen lassen, Tattoo! Also, das ist jetzt also... Und wohin? Sagt sie, ja, in Gegend, welche mir gefällt. Sag ich, ja, wo ist denn das? Sagt sie, ja, hier so. Sag ich, oh, da muss ich erst mal die Oma fragen. Das ist ja, Entschuldigung, so pauschal kann ich es nicht sagen. Und was tätowiert man denn da bitte hin? Ein Pinocchio vielleicht? Das sind jetzt ihre Fantasien, gell? Lustspielhaus, der Name sagt alles. Also, nein, ich habe gedacht, Spruch. Philosophischer Spruch. So ein guter Spruch kannst du haben. Und ich weiß nicht, kennen Sie Albträume, wo einfach Sachen mit dir passieren und du kannst dich nicht wehren? Zack, bumm, bin ich schon drin gestanden in so einem Tattoo-Studio. Sag ich, pass es auf, Herr Tätowierer, ich brauche einen philosophischen Spruch. Da rund. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da hinschreibt. Immer gibt es so einen Katalog oder. Aber sie machen doch sowas öfter. Bitte schön, seien Sie kreativ. Und das hätte ich nicht sagen sollen. Wissen Sie, was man der da hertätowiert hat? Kein Trinkwasser. Okay. Und das direkt oberhalb der Quelle. Sag ich, Sie sind doch ein Depp, wo soll ich denn das herzahlen? Hat er gesagt, ja, ich habe mir gedacht, Sie sind Kabarettist und haben einen gewissen Sinn für Humor und Witz. Sag ich, ich verstehe schon einen Witz, aber nicht unterhalb der Gürtellinie. Das wenn das was Lustiges, wenn man auf Borisch mit dem jeder was anfangen kann. Wie weiß ich nicht. Ozapft ist. Oder auf geht's Weißwurzuzeln. Oh. Entschuldigung. Hallo. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Entschuldigung, das ist.